Moinsen und hallo Leute, herzlich willkommen bei mir. Ich bin unterwegs im Black Knight BL7KNT. Das ist halt echt so weird immer. Meine Güte, jedes Mal rege ich mich darüber. Ach naja, ist auch egal. Ausgestattet mit 6 Light-PPCs. Ich wollte einfach mal gucken, wie es ist, einen Mac mit dem Zeug durch die Gegend zu schieben. Bin ja versucht, unter 90 Metern auf die E-Mail zu schießen. Sollte man mit den Light-Paps aber nicht mehr machen. Denn sie haben keine Mindestreichweite mehr. Also Sniper-Waffe und Brawler-Waffe. Und man kann 3 von den Dingern gleichzeitig recht hitzeffizient abfeuern. Mehr sollte man natürlich nicht auf einen Schlag abfeuern, weil es ab 4 eine Hitzestrafe gibt. Jetzt schon? Le Banshee. Und du da. Patz, patz. Ist halt schon eine recht schnelle... Oh, hallo! Le Awesome. Eine schnelle Feuerrate. 15er Punktschaden haut man damit immer raus. Bei der Feuerrate eigentlich ganz attraktiv, muss ich sagen. Aber die große Frage ist halt, inwieweit lohnt sich das? Funktioniert das wirklich oder ist das einfach nur Wunschdenken? In Brawl möchte ich damit natürlich eigentlich nicht. Ich würde es vorziehen, auf mittlere Distanz einfach immer fröhlich klatschen und zu verteilen mit den Dingern. Aber danach geht der halt nicht immer, ne? Auf jeden Fall 2 Waffengruppen zu je 3 von den Dingern, die ihr getrennt voneinander abfeuert, dann läuft das eigentlich. Oh, hi. Awesome, Rücken auf. Was hier halt sehr entspannt ist, wenn man denn tatsächlich aus Versehen in den Brawl gerät, kann man damit immer noch im Nahkampf sofort reißen. Ah, sie lauern alle einfach nur drauf, dass jemand piekt, also... Na, besser gerade nicht rumsnipen. Einfach mal 1 cm runtergehen. Ganz entspannt. Ja, EMS hat gearbeitet und er hat sich von da aus zurückgezogen. Eva kommt von der linken Seite. Nicht nur ein Light und Kommando dessen ist aber sowieso... Oh, hallo! Jo, Leute, lasst nicht die Flanke außer Acht. Na? Ach, zu langsam. Diese kleinen Drecksäcke, diese Kommandoschweine, ne? Platsch! Ah! Come on! Das kann doch nicht immer sein. Ah, bis noch die Höhe der Waffen aufhängen und dann muss ich mich vielleicht noch dran gewöhnen. Was denn ist? Da kommt noch mehr. Hier ist wahrscheinlich... Jo, der... Nee! Ein T-Bolt! Hier, spiel mit dem Arty. Da vorne ist der Hellspawn oder was das war. Na, wie schnell man die Blitze einfach raushauen kann. Das ist schon ziemlich sexy. Man muss damit halt auch was treffen. Autsch! Na, sie haben sich darauf eingestellt, dass ich hier rumeier. Komm einfach jetzt da auf Feuer. Klatsch, klatsch. Ganz heldenhaft bin ich. Oh, du, klatsch. Klatsch. Da geht noch was. Da geht noch was, sag ich. Oh, überhitzt und daneben geschossen. Buak. Und der läuft dann noch. Ne, er ist umgefallen. Gut, ich dachte schon, der läuft dann noch rum. Gott, wäre das bitter gewesen. Oh oh. Oh oh. Dreckischen Panther. Hier Lightpaps. In den Lightmag. Ich glaube, es hakt, ey. Oh oh. Oh, fuck. Hi. I do not want to play with you. Batz! Wobei das schon die Sorte von. Ich dachte, ey, wir würden hier einfach untergehen. Autsch. Ah, du da. Oh. Der Panther ist unbewaffnet. Noch ein Arm abgeschossen. Funktioniert besser, als ich dachte. Hier wurde jetzt noch ein Strike gelaufen. Das ist okay. Komm schon, kleiner Planter. Klatsch. Ah. Der führt uns doch vor. Hallo. Oh, oh, ich hätte fast abgedrückt den Stalker getroffen. Aber KMDD gekriegt für den Panther. GG auf jeden Fall. Und well played. Schauen wir mal, wie viel Damage das jetzt insgesamt war. Vom Gefühl her, glaube ich, nicht so viel, aber funktioniert ganz gut. Ein bisschen drauf einspielen. Ah, 494 Damage, 3 Kills, 1 KMDD. 5 und 4, wobei 45 Team Damage. Das war halt der Arty, wo ich dachte, wir würden uns vielleicht doch noch entfernen. Aber naja. Also das ist auf jeden Fall nur ein erster zaghafter Versuch, mich an die ganze Schoße ranzutasten. Funktioniert aber schon mal ganz nett, muss ich sagen. Dann lässt sich nochmal mit anderem Kram, glaub, nochmal geiler kombinieren und so. Aber schon nice.
Wer jetzt geht, besser fürs Zugucken. Der Rest auf gerne im Comments MacLab. Wir schauen uns noch das Bild an. Das ist ja das, wofür wir alle hier sind. Also ich für meinen Teil. Builds testen ist jetzt sowieso so viel, was man einfach herumprobieren kann. Was sexy sein kann. Was vielleicht auch scheiße sein kann. Mal kicken. Es gibt ein paar Sachen, die sahen in der Theorie besser aus, als sie in der Praxis funktionieren. Das sind die, die ich als erstes getestet habe, leider. Aber naja, man kann nicht alles haben. Da steht die schnieke Kiste. Ach, auch mit der Bloodpack-Kammer. Ich liebe diesen Mac einfach. Dass man die Kammer nicht kaufen kann. Ich würde so viel Arsch in das Spiel. Ich würde mir Instant Mac-Credits aufladen, um das auf mehrere Macs zu packen. Naja, MacLab. Eine 325er Light Fusion Engine. Eine AMS mit 1,5 Tonnen Munition. Ich weiß nicht, ob ich das... Wobei, die kann auch da ins... Ah! Ins Bein. So. Und ansonsten die Lightpaps dahin stecken, wo es geht. Panzerungsverteilung muss jeder natürlich nach seiner eigenen Auffassung so setzen. Für mich funktioniert das bisher soweit wunderbar. Die Beine sind auch echt noch ordentlich dick gepanzert. Da kann man theoretisch vielleicht die halbe Tonne AMS... Wie schnell kriegt ein Black Knight einen Headshot? Wenn wir hier jetzt runtergehen, dann muss gar nicht so weit. So, dann können wir jetzt nämlich noch einen Heatsink reinstecken. Zack! Und 60 Armor pro Bein. In der Theorie habe ich damit nicht die größten Probleme, wie sich das in der Praxis so auswirkt. Aber damit kann ich mich, glaube ich, ganz gut groß aufs Schlachtfeld wagen. Also für mich persönlich sehr sexy. Mal eben abspeichern, einmal shave und jetzt geht er wieder in den Homescreen. Nee, er bleibt dabei. Nice. Früher ist er immer in den Homescreen gegangen. Die Skills muss ich noch anpassen. Das wäre jetzt einfach nur ein plumper, purer Test. Und ich weiß auch schon, was ich hier komplett wegkicke. Und das nehmen wir auch raus. Bei den Skills geben wir nämlich, da wir viele Heatsinks verbaut haben, geben wir bei den Skills auf den Operation Tree. Der bringt nämlich dann richtig viel, wenn man wirklich auch viele Heatsinks verbaut hat. Nehmen wir Hill Climb oder Speed Reader? Wir nehmen Hill Climb. Ne, das brauchen wir gar nicht. So, zack, zack. Hier noch runter. Flip die Web. So, da haben wir noch 3 Skill Points zum Kicken. Survival, also hier Mobility, Speed Peak mitgenommen. Finde ich, das harmoniert ganz gut mit der Engine. Ansonsten müsste man die Engine erhöhen und vielleicht die Heatsinks reduzieren. Nicht mein Fall. Das hier passt aber soweit. Panzerung mitgenommen. Und bei Firepower können wir dann hier... Also cool, dann würde ich gerne behalten. Das kann weg. Range. So, jetzt würde es passen. Und wir haben auch nichts, keine Not, wo wir noch wieder mehr auf Cooldown kämen, wenn ich das hier so sehe. Also passt das soweit erstmal. Hier, der eine Range-Note könnte auch weg. Dann können wir den Heat Generation Note noch mitnehmen. Ich hoffe, das ist jetzt so, ja, dass ich mir nicht ins eigene Bein schneide. Aber tendenziell sollte sich das eigentlich lohnen. Wir nehmen ganze Skillpunkte mit, die wir noch ganze Erfahrungspunkte, die wir noch verballern können. Zack. Theoretisch sollte der Mac dadurch eigentlich nur noch besser funktionieren. Apply Changes. Yes, sir. Also so ein bisschen hier einfach im Weapons Tree, das, wo man persönlich gerade meint, dass man das eher braucht. Mehr Reichweite, mehr Cooldown, mehr Heat Generation oder whatever. Und Operations, wie gesagt, da lohnt es sich besonders. Heat Containment ist die Hitze, die ihr insgesamt aufbauen könnt, bevor ihr Mac in den Shutdown geht. Cool Run, jetzt geht er mal weg, hau ab. Cool Run erhöht die, beschleunigt die Rate, mit der Hitze wieder abgebaut wird. Und Quick Ignition, dadurch fährt euer Mac schneller wieder hoch. Also eigentlich nur geil, ne? Und jetzt besser fürs Zugucken. Wenn ihr irgendwelche Mac-Ideen habt, die ich mal fahren soll, haut's in die Comments. Jetzt im Moment ist ja alles ziemlich spannend. Und jetzt reingehauen. Tschüss!